und zwar Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allah sagte: Die Stunde wird nicht schlagen, bis der Euphrat austrocknet und einen Berg aus Gold freilegt, um den sich die Menschen umbringen werden, so dass von 100 Menschen 99 getötet werden. Denn jeder von ihnen sagt zu sich: Vielleicht werde ich verschont bleiben. In einer anderen Version: Bald wird der Euphrat austrocknen und einen Schatz aus Gold freigeben. Sollte jemand dabei anwesend sein, so soll er nichts davon nehmen und dahin nicht gehen. Da wird der Fluss, barakallahu fikum, Al-Furat. Dieser Fluss, barakallahu fikum, Al-Furat, das kommt von Anatolien durch die Türkei und dann geht durch Syrien und Irak bis zu arabischen, barakallahu fikum, Golf, oder manche sagen persischen Golf, ist egal. Auf jeden Fall, dieser große Fluss würde an einer Stelle wird entweder getrocknet oder der Weg ist anders, auf jeden Fall. Und dann kommt ein Berg oder ein Schatz aus Gold. Und die Leute versuchen alle, das zu bekommen, und deshalb kämpfen sie gegeneinander. Von 100 sterben 99. Warum? Nur, damit sie dieses Gold haben. Am Ende keiner bekommt das. Keiner bekommt das. Und hier hat der Prophet sallam, uns dann einen Befehl gegeben: Wenn man anwesend ist, dann sollte man davon nichts nehmen und dahin nicht gehen. Das sollte man lassen. Aber der Mensch ist gierig natürlich, da sagt man: Warum die anderen? Warum nehme ich das selber nicht? Aber das ist falsch, wallahu ta'ala a'lam. Wa a'lam.